Hallöchen, hier ist Kyoko und es gibt neue Sonic News. Gestern hat Sonic Official auf einer Convention ein Panel abgehalten und dort haben sie ein paar nette, interessante Dinge rausgehauen. Unter anderem den Titel von Project Sonic 2017, aber dazu gleich nochmal mehr. Angefangen hat das Panel nämlich damit, dass wir leider einen kleinen Dämpfer erfahren mussten. Sonic Mania braucht noch ein bisschen, wird nicht im Frühjahr erscheinen, sondern im Sommer. Kann ich mitnehmen, wenn sie ein bisschen länger brauchen. Wäre cool, wenn das auch bedeutet, vielleicht die ein oder andere Stage mehr, aber mal gucken. Dann haben sie einen neuen Teaser bzw. neues Gameplay zu Sonic Mania gezeigt. Nämlich eine komplette neue Stage, Flying Battery kommt wieder. Das ist auch auf jeden Fall ziemlich cool. Dann hat Project, wie gesagt, der offizielle Titel bzw. der Arbeitstitel wurde geändert. Und wir wissen jetzt, dass das neue Sonic-Spiel Sonic Forces heißen wird. Das wurde gezeigt, indem sie den altbekannten Ankündigungstrailer gezeigt haben und am Ende wurde das Logo eingeblendet. Da haben schon einige in diesem Livestream sich Sorgen gemacht, so kriegen wir noch ein bisschen Gameplay, aber ja, am Ende kam auch natürlich ein bisschen Gameplay dazu. Dazu aber später nochmal ein bisschen was. Erstmal dann zu den Fragen, die sich in dem Stream geklärt haben, beziehungsweise auf dem Panel. Zu dem Spiel. Es wird wieder verschiedene Spielvarianten geben, wie in Sonic Generations. Zum einen Classic und Modern also. Und diese Modi halten sich an die Charaktere. Aber so gesagt, es sind nicht nur zwei, sondern drei. Und der dritte Charakter, an den sich das andere Gameplay orientiert, ist noch nicht gezeigt worden. Ich hoffe sehr, dass es etwas ist, das dem Spiel weiter Tempo verleiht und es nicht eher so wieder rauszieht, eventuell wie in Sonic Unleashed. Das Spiel wird eine neue Engine benutzen. Sie haben eine Hedgehog Engine 2 entwickelt. Da ich mich mit sowas nicht so auskenne, kann ich da nicht weiter groß Informationen reinstreuen. Forces hat so ein bisschen angedeutet, dass es wieder in die Gut- und Böse-Thematik geht. Bin mir nicht sicher, ob es vielleicht so in Richtung Sonic Adventure 2 Battle geht, ob sich das teilt oder wie das gemeint ist. Es wurde nicht wirklich spezifiziert. Und die ganzen Freunde von Sonic, die Abermillionen, die es mittlerweile schon sind, gefühlt, sind bestätigt, teils. Aber es ist auch noch unklar, ob sie spielbar werden oder nicht. Aber was bestätigt wurde auf jeden Fall und wird zurückbekommen, von dem ich nicht weiß, warum, sind die Wisps. Keine Ahnung, ich kann mit den kleinen Süßen nicht so viel anfangen. Ich bin jetzt nicht so gehypt deswegen, dass wir sie wieder kriegen. Ich habe sie auch nicht erwartet, aber naja, mein Gott, man nimmt, was man kriegen kann. Bisher wurde nur der zum Boosten der Geschwindigkeit angekündigt. Ich hoffe, es bleibt dabei. Ich muss jetzt nicht wieder irgendwie mich rumgraben oder ähnliches. Und dazu wurde nochmal revealed, dass die Musik aus Sonic wieder ein bisschen instrumentaler wird. Das finde ich sehr cool. Otani, der selber vorher schon in einigen Stücken mitkomponiert hat, ist wieder dabei. Daumen hoch dafür, dass es wieder instrumentaler wird. Habe ich richtig, richtig, richtig Bock drauf. Und am Ende wurde auch ein bisschen Gameplay gezeigt. Das habe ich hier nochmal in schlechter Qualität mit drin. Abgefilmt natürlich, da der YouTube-Kanal von Sonic das noch nicht hochlädt, während ich das hier aufnehme. Aber später könnt ihr auf jeden Fall das Gameplay-Footage sehen. Richtig gut. Sie haben Modern Sonic gezeigt, also es orientiert sich wieder an dem Stil von Modern Sonic aus Sonic Generations, erinnert auch ein bisschen an Sonic Unleashed, hat auf jeden Fall, und natürlich auch Sonic Colors, hat auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Eindruck. Bei dem Panel war dann im Nachhinein nochmal ein kleines Q&A und dort haben Leute auch nochmal gefragt, ob Sonic Mania nicht doch eventuell ein Physical Release bekommt, also dass wir eine ganz normale Verpackung eventuell erwarten können. Dazu wurde noch nichts gesagt, aber vielleicht wird das Thema nochmal aufgenommen. Mich würde es natürlich richtig freuen, weil, okay, ich habe kein Problem, das Spiel nur zu downloaden, aber ich hätte gerne schon was für mein eigenes Regal. Und ansonsten so meine eigenen Gedanken zu Sonic Forces. Also mit dem Namen, ja gut, gibt jetzt auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Raum für Wortspiele. Ich habe schon diverse Memes gesehen. Aber an sich habe ich jetzt, es hätte schlimmer sein können. Ich habe jetzt kein Problem mit dem Namen und ja, lass mich überraschen, inwieweit der Name zu dem Spiel an sich so passt. Was mich immer noch seit Anfang des ersten Ankündigungstrailers wundert und ich weiß nicht, warum, aber ja, vorher haben einige gemunkelt, wird der Titel sein Sonic Generations 2, weil Classic Sonic wieder dabei ist und ich weiß auch nicht, ist...
ich finde, da passt nicht so ganz in das Universum, das um Sonic jetzt so gesponnen wurde. Ich dachte, er war halt jetzt einmalig in Sonic Generations mit dabei, was ja auch cool war. Ich kann verstehen, wenn es halt aus Gameplay-Gründen gewünscht wurde von vielen Fans und sie es mit reingenommen haben, aber meine Sorge ist wirklich, was wird denn jetzt die Story sein? Warum ist Classic Sonic immer noch da und warum ist er jetzt so wichtig, dass er hilft und wieso kriegen wir nicht lieber wieder einen anderen Charakter an die Seite gestellt, einen, den wir kennen? Neuer soll ja auch noch dazukommen, als hätten wir nicht schon genügend Sonic-Charaktere, die wir in den letzten Jahren haben kennenlernen dürfen, einmal spielen dürfen und die teilweise danach gar nicht mehr aufgetaucht sind. Aber ja gut, wir haben da ja keine Entscheidungsgewalt, müssen nehmen, was wir kriegen können. Hoffen wir mal, dass Sonic Team da nicht wieder zu ihr Ding machen, so wie wir das kennen. Und ich muss persönlich sagen, ich habe tatsächlich, wie schon vorhin so ein bisschen angedeutet, keine Lust auf die Wisp. Es ist, also wir hatten sie ja schon in Lost World nochmal und reicht das nicht? Ich würde lieber wieder Chao sehen. Keine Ahnung, klar, Chao sind jetzt kein essentielles Spielelement fürs Spiel, die das Gameplay an sich in der Story vorantreiben, aber sie waren ein cooler Zeitvertreib. Ich habe super, super viel Spaß gehabt, super viel Zeit rein investiert zu lernen, sie zu züchten, zu kreuzen, zu trainieren und zu gucken, welche Varianten wie rauskommen. Also das war nochmal ein super klasse Spielelement und dann eben für die Chao in-game nochmal Sachen einsammeln zu können. Warum kriegen wir das nicht wieder? Ist das nur Adventure-exklusiv und Adventure 3 werden wir ja wohl nicht nochmal kriegen? Also nie wieder Chao Garden? Na, ich weiß nicht, aber das hätte ich auf jeden Fall schon mal lieber gesehen als eben nochmal die Wisps. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand wirklich darüber freut. Ich glaube, den meisten, also die Stimmen, die ich jetzt so im Internet gelesen habe, denen war es mehr oder minder egal. Solange jetzt nur ein Wisp dabei ist und es wirklich nur ums Boosten geht, ist es mir halt auch egal. Aber naja. Und ansonsten so vom Gameplay, dass wir wieder schnelle Level haben werden, das freut mich natürlich. Deswegen zocke ich Sonic, darauf freue ich mich immer. Und auch Classic Sonic Stages machen Spaß. Aber wie ich schon zuvor gesagt habe, bitte, bitte lasst es ein cooles Gameplay-Element sein, das mit dem dritten Charakter dazukommt. Und bitte seid kreativer und introduce nicht am besten noch eine dritte Variante von einem Sonic, die dann hilft, sondern nehmt einen oder habt einen coolen Charakter in der Hinterhand, über den man sich ja auch ein bisschen freuen kann, der vielleicht auch ein bisschen mehr Charakter hat, mit dem man, ja, ich weiß nicht, wo man so ein bisschen das Gefühl haben könnte, dass man den in Zukunft auch nochmal wiedersehen möchte und dann wahrscheinlich natürlich nicht wieder sieht und vermisst und sich fragt, Sega, Sonic Team, warum wieder ein Charakter, der außer in einem Spiel gar keine Bedeutung mehr hat? Ansonsten zu dem Livestream an sich, das Panel, ja, es war halt ein Convention-Panel. Viel kann man da, sag ich jetzt mal, nicht erwarten. Wenn Leute Panels kennen, dann werden sie verstehen, was ich meine. Für die anderen, ich möchte jetzt nicht nochmal extra erklären, was ein Panel ist, aber es ist auf jeden Fall keine Pressekonferenz. Und als so wirkliches Reveal-Event, würde ich sagen, eignet es sich eigentlich auch nicht. Aber ja gut, Sonic Team, Sega, keine Ahnung, wer dafür verantwortlich ist in der PR, obwohl doch der PR und Social Media Manager ist Aaron Webber. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat, aber vielleicht hätte es sonst gar nichts gegeben, nur das Video uploaden, so ein bisschen was machen. Na gut, da beschwere ich mich sonst weiter nicht. Aber wie das mit dem Livestream gelaufen ist. Also Sonic Official kündigt einen Livestream an und kurz vorher wird dann klar, dass sie den nicht machen können. Also da denke ich mir so, wow, das könnt ihr doch nicht bringen. Vor allen Dingen, die Leute haben sich schon Stunden vorher dann in dem Livestream auf Twitch versammelt und haben sich gefreut und waren gehypt und dann so, nee, wir machen den Livestream doch nicht. Ich habe den Stream dann bei TSSZ News gesehen, also die scheinen Sega und Sonic und überhaupt so zu covern. Habe mich da nicht ganz komplett reingeguckt, sondern nur mal so ein bisschen drüber. Und die hatten halt jemanden von ihnen da, der dann direkt bei diesem Panel war. Und der hat das dann von seinem Handy rüber zu denen gestreamt und die haben es dann von ihm aus übertragen. Man hatte dann halt Skype, man hatte eine schlechte Soundqualität, man hatte auch keine tolle Bildqualität. Wenigstens saß er ein bisschen besser als die Leute von Tate's Channel, auch ein klasse Sonic News Channel.
Die hatten nämlich direkt vor den Leuten beim Panel gesessen und da hat man den Bildschirm fast gar nicht gesehen. Dafür war die Soundqualität top. Bis auf das eine Mädchen, das so gehypt war, dass man immer wieder mal so diese Fangirl-Kreischerei mitbekommen hat, beziehungsweise das Gequieke, und das war jetzt nicht so cool. Deswegen bin ich jetzt auch lieber bei TSSC-News geblieben. Bessere Aussicht, vielleicht ein bisschen schlechtere Quali, aber ansonsten eben auch keine Fans, die ich dann überwiegend gehört habe, auch wenn ich Schwierigkeiten hatte, den Stream dann zu verstehen. Und die hatten eine crappy Quali, hatten dann am Ende bis zu 7000 Zuschauern da dann auch noch, weil Sonic Official dann wie gesagt den Livestream nicht gebracht hat und hat dann alle Leute auf den Stream von TSSC News verwiesen. Also war dann der offizielle Stream ein spontaner, mehr oder minder Stream von einer Newsseite. Die haben sich natürlich riesig gefreut und ich bin auch selber dankbar, dass dann wenigstens irgendjemand das gestreamt hat, zusätzlich in einer besseren Qualität. Aber ja, ansonsten, was heißt da bessere Qualität? In irgendeiner Qualität erstmal, dass man die ganzen News schon hatte und jetzt nicht nochmal extra auf den Gameplay-Trailer warten muss auf der Sonic the Hedgehog YouTube-Seite. Aber ja, an sich ist das alles so ein bisschen blöd gelaufen. Also, keine Ahnung, wenn man das ein bisschen größer aufzieht, beziehungsweise mir kam es schon ein bisschen größer vor, weil der Twitter von denen hat es angekündigt, andere Seiten haben das übernommen, einige deutsche Seiten haben dann auch darüber berichtet, dass dieser Livestream stattfinden wird. Es haben sich im Subreddit die Leute versammelt auf Reddit und in einem Discord dazu und haben das zusammen alles geguckt. Also es wurde schon so eine Vorhype-Stimmung aufgebaut und ich habe mich tatsächlich auch davon anstecken lassen, aber ja, man hätte es doch besser wissen müssen aus dem letzten Fiasko, dass wir vielleicht nicht so viel erwarten. Es war besser als beim letzten Mal, aber ja, wie gesagt, nicht die Welt. Ah ja, und bei dem Panel nochmal so kurz drangehangen waren die Gäste Roger Smith, der Sprecher von Sonic. Nicht der Original, sondern die haben ja, glaube ich, irgendwann nochmal gewechselt, soweit ich weiß. Aber ja, müsste ich nochmal gucken, kann auch sein, dass ich das mit was wechsle. Aber doch, ich glaube schon. Dann Aaron Webber, den ich schon genannt habe, der PR- und Social Media Manager von Sonic the Hedgehog. Takashi Iizuka, der Director von Sonic the Hedgehog. Und Mike Pollock, die Stimme von Dr. Eggman. War ganz nett, wie die auf dem Panel zwischenzeitlich auch nochmal ein paar Szenen und bei einigen Sachen, die jetzt unterhaltungstechnisch stattgefunden haben, aber keine Relevanz haben für jemanden, der sich über die Spiele informieren will. Was halt ganz schön ist, mal so zu hören. Ich denke, wäre ich da gewesen, hätte ich auch so eine Gänsehaut gehabt, weil, boah, stellt euch vor, ihr hört sie einfach live. Also, ich habe schon diverse Synchronsprecher in meinem Leben live hören und sehen können und ich bin sowieso, seit ich 13 bin, total der Synchronsprecher-Nerd gewesen und krieg da immer Udi Fields und deswegen dachte ich mir so, oh, ja, darüber hätte ich mich auch schon richtig gefreut. Und wenn ich auch bei dem Panel gewesen wäre, wäre es auch eines meiner Jahreshighlights gewesen. Aber wie gesagt, so als Reveal-Event und neue Sachen zu zeigen, das hat sich jetzt nicht so angeboten. Meine persönliche Meinung einfach nur. Oh Mann, wie die Zeit vergeht. Es sind schon 15 Minuten durch. Ich höre an der Stelle auf zu reden. Bedanke mich fürs Zuhören, falls ihr überhaupt noch so weit zugehört habt. Ich bin angehypt trotzdem noch und kann es kaum erwarten, Sonic Mania zu zocken. Dann eben jetzt im Sommer, aber mein Gott, das Spiel sieht so gut aus. Ich kann es nicht mehr abwarten. Und was Sonic Forces angeht, ich bin weiterhin ein bisschen zwiegespalten. Aber ich denke, Spielspaß wird mir das Spiel auf jeden Fall bereiten. Dahingehend sah es schon echt gut aus. Aber mal gucken, wie es mit der Story und allem anderen wird und ob wir auf der E3 dann nochmal mehr sehen zu den Charakteren, die dazukommen werden. Ob sie den dritten Charakter nochmal zeigen, weil ja, ist ja auch klar, es kommt ja noch die E3. Natürlich zeigen sie noch nicht den ganzen coolen Kram. Aber ja, da hoffe ich, dass wir auf jeden Fall zu E3 so ein bisschen mehr Hype-Gelegenheit bekommen. Okay, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann bei einigen Sonic News oder anderen Videos von mir. Bis dahin, liebe Grüße, eure Kyoko.